Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Eldaria, der Ruf Memorias. Und ich bin wirklich, wirklich sehr erleichtert, dass ich nicht die Einzige war, die von diesen Informationen erschlagen wurde. Ich habe hier gerade die Kommentare zu dem Part offen, also vielen Dank, dass ihr so fleißig kommentiert habt. Da waren ziemlich interessante Vermutungen drin. Einmal, dass sie vielleicht eine Mischung aus Drache und Dämon sei und dass Lance sie deswegen nicht bemerken kann, weil eben der Teil an Dämon zum Beispiel überwiegt oder so. Dann wurde hier die Vermutung aufgestellt, dass das Drachenblut in Lances Adern vielleicht ausgeprägter ist als in Valkyrons und dass Valkyron das deswegen nicht mitbekommt. Dann wurde meiner Theorie zugestimmt. Und hier ist so viel aufgestellt worden, also vielen, vielen Dank. Immer wenn ihr irgendwelche Theorien habt, schreibt es gerne unten rein. Ich finde das immer irrsinnig interessant, auch irgendwie, wenn sich so Diskussionen unten bilden. Das finde ich echt klasse. Also weiter so, vielen, vielen Dank. So, machen wir weiter. Das Gespräch mit Lance und Leifton ist mittlerweile beendet und wir wachen mitten in der Nacht auf. Da mir noch einige Stunden Zeit blieben, hielt ich die Augen geschlossen und versuchte sofort wieder einzuschlafen. Schließlich gelang es mir auch, aber Valkyron fehlte mir. Ja, und hier hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, so viel zum Thema, er bleibt bei uns, egal was passiert. So, so true. Also, da steckt irgendwas Genaueres hinter. Valkyron macht das nicht einfach ohne Grund, das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist einfach zu sensibel. Als ich am nächsten Morgen erwachte, konnte ich mir nicht mehr erklären, was mein Unterbewusstsein in dieser Nacht so aufgewühlt hatte. Weiß ich nicht. Hast du Leifton gespürt? Ich fühlte mich richtig energiegeladen und beschloss, mich draußen nützlich zu machen. Bevor ich ging, fütterte ich noch schnell Seidenschnabel. Ich hatte mein Zimmer kaum verlassen, da kam auch schon Kero auf mich zugeeilt. Valkyria? Entschuldige die Störung, aber ich bräuchte deine Hilfe bei etwas. Warum? Ich würde gern eine Selbsthilfegruppe für Bedürftige gründen. Du besitzt großes Ansehen in der Garde und verfügst über zunehmenden Einfluss. Könntest du mich vielleicht begleiten? Ich muss so viele Unterschriften wie möglich sammeln, um das Projekt ins Rollen zu bringen. Ich und einflussreich? Das wage ich mal zu bezweifeln. Klar, ich helfe dir gern. Okay, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen sollen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich. Kereshans Idee wurde begeistert aufgenommen und am Ende des Vormittags hatten wir bereits über 50 Unterschriften beisammen, darunter auch Miikos. Danke, Valkyria. Ohne deine Hilfe hätten nie so viele Leute unterschrieben. Gern geschehen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass irgendwas davon mein Verdienst war. Dir fällt das vermutlich nicht auf, aber die Leute hier halten große Stücke auf dich. Die Bewohner des Refugiums ebenso wie die Gardenmitglieder. Sie vertrauen dir und bewundern deinen Einsatz. Warum? Ich habe doch nichts Besonderes gemacht. Du hast dich gegen Miiko behauptet. Seit du hier bist, hat sich vieles geändert. Unsere Lebensbedingungen haben sich drastisch verbessert. Sicherheit, Versorgung, Organisation und was nicht sonst noch alles. Ich glaube, dir ist gar nicht klar, wie sehr du deine Umwelt beeinflusst. Ja, oh, ich bin halt eine kleine Little Miss Perfect. Nach dieser Unterhaltung verabschiedeten wir uns recht eilig, doch Kiros Worte halten weiter in mir nach. Es war mir ein Rätsel, wie ich all diese Dinge hatte tun können, obwohl ich mich doch immer für so egoistisch und nutzlos gehalten hatte. Ehrlich, sie hat sich selbst als egoistisch bezeichnet? Das ist interessant. Ich suchte das Gespräch mit Leifton, der mit dem Einhorn einer Meinung war. Er riet mir, einfach so weiterzumachen wie bisher, da das ja gut zu funktionieren schien. Ich war jedoch noch nicht so recht überzeugt. Die Tage vergingen und ich versuchte, Leiftons Rat zu befolgen. Valkyron war äußerst beschäftigt. Sein Verhalten gab mir noch immer Rätsel auf. Am einen Tag war er zärtlich und nahbar, am nächsten plötzlich kühl und distanziert. Ich wusste einfach nicht, woran ich bei ihm war. Hallo?
Am nächsten Tag wusste er ja auch noch nicht wirklich, was du bist, und es kommen jetzt Vermutungen auf. Statt sofort eine Erklärung zu verlangen, beschloss ich zu warten, bis er dieses Tief überwunden hatte. Ich spürte, dass er noch nicht bereit war, mit mir darüber zu reden. Und ich weiß auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das vermutet hatte, aber auf jeden Fall gab es die Vermutung in den Kommentaren, dass Valkyron sie ja jetzt eventuell auch als verdächtig einstufen könnte. Ich meine, es ist ja nicht nur Miiko klar, sondern mittlerweile wahrscheinlich auch den anderen, dass es einen Spitzel gibt unter den Leuten. Natürlich gibt uns das Orakel sein Vertrauen, logisch, aber trotzdem, die anderen machen sich ja auch Gedanken. Wisst ihr? Da eröffnete er mir von einem Tag auf den anderen, dass er mit Miiko zusammen zum berühmten Gipfel in Balenvia reisen würde. Ich fragte, ob ich sie begleiten dürfte, aber sie lehnten ab. Natürlich lehnen sie ab. Ein paar Tage später kehrte Valkyron zurück. Sein Verhalten war noch verwirrender als zuvor. Aber er weigerte sich, darüber zu reden. Ja, so eine Problematik mit den Männern. Am Vorabend meiner Abreise traf ich mich mit allen Jungs am Strand. Nur mit den Jungs? Es kriselt also in unserer Beziehung. Was ist... Alle waren sie gekommen, um mir auf Wiedersehen zu sagen. Karen, Alaea, Kolaya, Jamon, Miiko, Kiru, Kameria, Karuto, Evelyn, Ezreal, Nevra, Valkyron und Leifden. Fast die ganze Mannschaft war versammelt. Wir nutzten den Abend, um zu trinken, zu essen und uns zu amüsieren. Alle tauschten sich rege aus und es herrschte ein richtiges Gemeinschaftsgefühl. Miiko erzählte mir hauptsächlich von ihrer Arbeit. Ika schickte tagtäglich Statusberichte über ihre Nachforschung, die sich bisher alle als unfruchtbar erwiesen hatten. Dann nahm sie mich beiseite, um über unsere Vereinbarung zu sprechen. Ja, und ich wette, Ika schickt nicht nur an Miiko Statusberichte, sondern auch an Ashcore und Leifden. Aber Chrome ist ja da, um aufzupassen, ne? Bisher ist mir nichts Verdächtiges aufgefallen. Nun, ich habe vielleicht eine Info für dich. Ich habe dir doch von den Diebstählen berichtet, dem Verschwinden von Unterlagen und so weiter. Ja? Ich musste traurigerweise feststellen, dass sie seit Huang Huas und Ikas Abreise drastisch zurückgegangen sind. Vorher kamen ja andauernd Gegenstände abhanden und jetzt? Puff! Nichts mehr! Wie meinst du das? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich beginne ernsthaft an den beiden zu zweifeln. Ika wird dir immer treu ergeben sein. Und zu Huang Hua hast du doch so ein enges Verhältnis. Ich kann nicht glauben, dass sie etwas damit zu tun haben. Oh, Guardian. Aber nun, wo du es sagst? Sie waren beide dabei, als wir nach Balenvia und dann zu den Kappas gereist sind. Da, wo es auch die Vergiftung gab. Ja. Hey, was steht ihr denn so abseits? Kommt wieder zu uns. Nevra unterbrach uns und zwang uns, zur Gruppe zurückzukehren, wo meine Herkunft schon bald zum Gesprächsthema wurde. Irgendwie schienen alle über meine Kräfte Bescheid zu wissen, selbst die, die nicht zur Lichtgarde gehörten. Ah, es wäre doch super, wenn du auch eine Meerjungfrau wärst. Das bezweifle ich. Ich hätte eher auf Fee getippt. Hübsch genug wärst du jedenfalls. Oh, danke schön. Also, in Anbetracht deines Charakters und der Flammen, die du erzeugen kannst, würde ich sagen, du bist ein Irrlichthybrid. Könnte sein, aber ihr Feuer sieht ganz anders aus. Wenn es blau wäre, hätte ich gesagt, sie ist eine Kitsune wie ich. Eine Harpie, das würde zu ihr passen. Stimmt. Bestimmt würde sie dann durch die Gänge kreischen. Meine Matratze! Ich will meine Matratze! Ezreal! Ich puffte ihn in die Seite. Aber er hat so recht. Er hat so recht. Hey! Also ich habe zwar nicht den kleinsten Beweis, aber die Vorstellung, dass du ein Drache bist, erscheint mir durchaus plausibel.
und würde zudem deine Verbindung mit dem Kristall erklären. Obwohl er ganz genau weiß, dass wir es nicht sind. Er ist so clever. Oh, das wäre der Hammer. Sie schlug einen theatralischen Tonfall an. Ein Erdling landet völlig unvorbereitet. Jetzt ist mein Bildschirm ausgegangen. Ein Erdling landet völlig unvorbereitet in unserer Welt und muss sich allein gegen uns behaupten. Doch bald schon entwickelt sie besondere Kräfte und findet heraus, dass sie einer vermeintlich ausgestorbenen Spezies angehört. Valkyria, die letzte der Drachen. Ein Roman von Leifton. Das erscheint mir eher unwahrscheinlich. Den Rest des Abends verbrachten wir damit, über meine mögliche Herkunft zu spekulieren. Sie fragten mich, was ich mit meinen neuen Kräften anfangen würde und wie ich der ganzen Sache gegenüberstand. Aber ich hatte keinen Schimmer, was ich darauf antworten sollte. Alles kam mir so unglaublich vor. So langsam konnte ich die Fragen nicht mehr hören. Ich wollte nur eines: so schnell wie möglich aufbrechen. So, jetzt haben wir die Wahl. Wir können uns mit einer Ausrede aus dem Staub machen. Oder wir bleiben bei unseren Freunden und lassen ihre endlosen Fragen weiterhin über uns ergehen. Ich glaube, wir machen uns mal aus dem Staub, weil es bringt ja nichts mehr. Ich gab vor, müde zu sein, um meinen Freunden zu entrinnen und machte mich dann auf den Weg zurück zum Hauptquartier. Also weg, weg, weg. Oh, da drüben leuchtet irgendwas. Was mag das sein? Wo denn? Was denn? Was meinst du? Ich sehe nichts. Vergeude hier nicht meine Zeit? Hä? Das Risiko ist es bestimmt nicht wert, besser ich gehe direkt zu Bett. Ein kleines Abenteuer von Zeit zu Zeit hat noch niemandem geschadet. Ich will wissen, was das für ein Ding ist. Ich will wissen, was das für ein Ding ist. Es leuchtet. Ich mag leuchtende und glitzernde Dinge. Da muss ich hinterher. Aber wo muss ich hin? Was zum... Kirk! Eine schwarze Gestalt stürzte sich auf mich. Sie schien seltsam angezogen von einer Metallverzierung an meiner Tasche. Oh, wie süß, sowas ähnliches wie eine diebische Elster? Kirk! Weg da! Es ist ein Gefährte. Sieht aus wie eine Elster mit eisernem Schnabel. Jetzt verstehe ich besser, wieso sie mich angreift. Na, sie greift dich nicht an, sie will doch nur spielen. Naja, okay, sie will deine Metallsachen. Seidenschnabel! Mein Gefährte baute sich vor mir auf und schlug die fremde Kreatur in die Flucht. Schade, ich hätte sie zu gern eingefangen. Ich frage mich, ob Pereiro diesen Gefährten schon mal gesehen hat. Ich werde ihn danach fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Vorausgesetzt, dass ich daran denke. Zu einem Überfluss ist es auch schon Mitternacht. So langsam werde ich wirklich schläfrig. What the fuck? Das heißt, wir hätten diesen Gefährten fangen können, oder was? Sieht aus, als wäre die kleine Expedition umsonst gewesen. Ich gehe besser schlafen. Auf dem Weg zu meinem Zimmer traf ich unerwartet auf Valkyrn. Ich lud ihn ein, bei mir zu übernachten. Wir haben eine lange Reise vor uns. Da schlafe ich heute lieber allein. Bist du sicher? Mein Gott, was ist los mit dir? Ja, das wird bestimmt kein Zuckerschlecken und ich möchte wenigstens in Form sein. Na gut. Wie du willst, Zicke. Es ist so schwer, ohne Valkyrn einzuschlafen. Und ich bin wütend über seine Distanziertheit, die uns unweigerlich immer weiter auseinanderbringt. Mitten in der Nacht stand ich schließlich auf, fest entschlossen, an seine Tür zu klopfen, nur um ihn überraschenderweise vor meiner anzutreffen. What? Kann ich vielleicht doch bei dir schlafen? Ich war so überrumpelt, dass ich weder Nein noch ihn zu seinem eigenartigen Verhalten während der letzten Tage befragen konnte. Ich ließ ihn einfach herein, als wäre nichts gewesen. Ist das dein Ernst? Hast du noch Würde?
Nach ein paar Minuten brach er endlich die Stille, die sich zwischen uns breit gemacht hatte. Es tut mir leid. Ich hatte eine etwas ausführlichere Erklärung erwartet, was ich ihm mit einem erwartungsvollen Blick auch zu verstehen gab. Ich kann dir das alles gerade nicht erklären. Jedenfalls vorerst. Es ist so verworren und ich will dich nicht in irgendwas reinziehen, das dich gar nicht betrifft. Wenn es dich betrifft, betrifft es auch mich. Alles, was dir wichtig ist, ist auch mir wichtig. Also rede mit mir, Valkyrn. Bitte. Ach, Herzchen. Vor allem, wenn es mich nicht betrifft, warum stößt du mich dann von dir? Ich kann nicht. Noch nicht. Na schön. Behalte deine Geheimnisse ruhig für dich. Das wird unsere Beziehung bestimmt voranbringen. Oh, Bitch. Ich drehte ihm den Rücken zu und legte mich aufgebracht schlafen. Kurz darauf ließ sich Valkyrn neben mir nieder und küsste mit bebenden Lippen meine Schulter. Holla, du bist aber schnell nackig. Valkyria, es tut mir ehrlich leid. Ich wollte ihm nicht antworten. Doch nachdem ich eine Stunde lang grübelnd und reglos in seinen Arm gelegen hatte, begann meine Wut zu verebben und ich wurde etwas ruhiger. Und verstand ihn auf einmal besser. Schließlich kannten wir einander noch nicht so lange. Und Valkyrn war niemand, der sich leicht öffnete. Nee, du hast dich ja ihm geöffnet. Entschuldigung. Ich weckte ihn mit einem sanften Kuss. Tut mir leid. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Nur eine Sache. Wenn du Ruhe brauchst, dann sag es mir. Ignoriere mich nicht wie die ganze letzte Woche. Das wäre sehr, sehr nett. Oh Gott, unser Internet ist gerade so irrsinnig langsam. Ich meine, das ist ja nichts Neues, aber ich habe Vito in Verdacht. Vito zockt gerade bestimmt irgendwelche Spiele, die mega viel Volumen fressen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nach... Welcher Part ist das jetzt? Der vierte? Dass nach 3 Tagen immer noch Bugs hier sein sollen. Es ist mir echt viel lieber zu wissen, dass du gerade Freiraum brauchst und es nicht an mir liegt, als mir ständig Sorgen zu machen und zu denken, dass du mich vielleicht verlässt. Dass ich dich verlasse, stand nie zur Debatte. Tut mir leid, dass du das gedacht hast, aber gut. Ab jetzt werde ich es dir sagen, wenn etwas nicht stimmt. Ich bin es einfach nicht gewohnt, jemanden an meiner Seite zu haben, der meine Probleme mit mir angeht. Tief gerührt küsste ich ihn erneut. Wie unvollkommen er doch war. Und wie wunderbar zugleich. Der nächste Morgen kam schneller als erwartet. Im Morgengrauen wachte ich auf, bereit, die entscheidende Reise anzutreten, die vor uns lag. Eilig packte ich meine Sachen, ging dann duschen und flitzte zum Frühstück in die Kantine. Ich nutzte die Gelegenheit, mein neues Outfit vorzuführen und mein Freund sparte nicht mit Komplimenten. Mensch, du bist ja heute richtig energiegeladen. Ja. Immerhin geht man nicht alle Tage auf Entdeckungsreise, um die eigene Herkunft zu erforschen. Ich bin echt gespannt, was ich dabei herausfinden werde. Ich ehrlich gesagt auch. Wir haben ein paar Wetten auf dich abgeschlossen und ich muss zugeben, dass ich ein kleines Vermögen auf Satir gesetzt habe. Also wirklich, manchmal seid ihr schon albern. Oh, ich... Setz doch lieber auf Drachen. Setz doch lieber auf Meerjungfrauen. Setz doch lieber auf was anderes. Ich glaube kaum, dass ich ein Satir bin. Ein Satir. Moment, das muss ich mal kurz googeln. Satir. Bitte, was? Also quasi das, was Karuto auch ist? No way! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, wow. Ich nehme mal das Letzte. Er ist doch einer, oder? Ich habe das doch noch richtig in Erinnerung, dass er einer ist. Jo, alles klar, ist notiert. Also dann mach's gut, Karuto. Bis bald. Ach, mir wird dein Essen fehlen. Und jetzt fix zum Strand. Oh,
Entschuldigt bitte, macht Platz. Er trug einen ganzen Stapel Kisten vor sich her. Ich nahm ihn eine ab und trug sie für ihn zu seinem Laden. Was ist das? Ein neuer Gefährte und alles, was man braucht, um ihn zu fangen und zu füttern. Ein kleines geflügeltes Ding, ganz reizend. Ich konnte es mit Metall anlocken und fangen. Ach ja, den habe ich gestern Abend auch gesehen, aber fangen konnte ich ihn nicht. Schade, sehr schade. Frage an euch, ist es euch gelungen, diesen Gefährten zu fangen? Wenn ihr schon so weit seid. Ich meine, ich könnte verstehen, wenn nicht, weil wer am ersten Tag gespielt hat, der hat noch ordentlich Bugs mitbekommen. Deswegen bin ich ja nun auch schon bei einem Verbrauch von über 6000 Mana. Das kannst du bald nachholen. Wie das? Ich habe vor, ihn ein paar Tage in meinem Laden anzubieten. Also pass gut auf. Ist notiert. Danke, Pereiro. Na toll, das war eigentlich klar, dass man ihn nicht fangen kann. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. Warum sagst du das? Nur noch ein paar Schritte, dann ist es endlich soweit. Haben wir irgendwas vergessen? Ein bisschen Angst habe ich schon vor dieser Reise. Wer weiß, was ich dort herausfinden werde. Oh ja. Insgesamt gehst du ja ins Ungewisse. Du weißt nicht, was kommt. Als ich ankam, warteten sie bereits alle auf mich. Ezreal, Nevra, Valkyrn, Leifden, Alaea, Kolaya, Kero, Olua, Arti und Evelyn. Wow, so viele Menschen. Wenn dann alle soweit sind, können wir aufbrechen. Miiko war leider verhindert, wünscht uns aber allen eine gute Reise und hofft, dass wir auf alle unsere Fragen eine Antwort finden werden. Los geht's. Auf nach Memoria. Nach einer langen Reise erreichten wir schließlich den Strand von Memoria. Ich war völlig erschöpft, doch kaum hatte ich einen Fuß auf festen Boden gesetzt, spürte ich einen Energieschub. Auch meine Angst schwoll unvermittelt an. Was würde ich hier entdecken? Wir entluden den Kahn und machten uns dann auf den Weg ins Innere der Ruinenstadt. Olua und Arti blieben zurück, um das Boot zu bewachen. Ja, gute Idee, nachdem das mit Chrome beim letzten Mal ja nicht ganz so gut funktioniert hat. Oh, was ist das denn? Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, ein paar Gestalten zu erhaschen, die sich jedoch sogleich wieder in Luft auflösten, als würde unsere Anwesenheit sie verscheuchen. In Anbetracht der Vision, die ich vor kurzem gehabt hatte, entschied ich, dass es besser wäre, meinen Begleitern sofort davon zu erzählen. Evelyn machte sich sofort daran, mich zu untersuchen. Wir gehen besser zum Camp. Dort kann ich dich untersuchen. Möglicherweise hast du Halluzinationen. Du scheinst mir ein wenig dehydriert zu sein. Das will ich nochmal in Ruhe überprüfen. Okay. Während Evelyn mich einigen Tests unterzog, errichteten die anderen das Camp. Bald schon waren die Zelte aufgebaut und meine Diagnose gestellt. Genau wie ich dachte, du bist dehydriert. Hast du auf der Reise nicht getrunken? Doch, ganz normal. Glaube ich jedenfalls. Achte besser darauf, Valkyria. Versuch genug zu trinken, auch wenn du keinen Durst verspürst, okay? Ja, daran sollte ich mich vielleicht auch mal halten. Ich werde versuchen, daran zu denken. Meinst du also, dass ich mir diese Gestalten nur eingebildet habe? Wahrscheinlich. Sahen sie so aus wie die aus deiner letzten Vision? Nein, nicht so wirklich. Sie waren wie aus Rauch. Obwohl ich es wirklich der Dehydrierung zuschreibe, sollten wir diesen Hinweis im Hinterkopf behalten. Du machst mich ganz unsicher. Wir werden sehen. Und, ist Valkyria wohl auf? Nur eine leichte Dehydrierung, nichts Schlimmes. Sie kann mit euch die Umgebung erkunden. Aber ihr solltet ihr nicht zu viel abverlangen. Vor allem muss sie Wasser trinken. Viel Wasser. Na gut, ich werde darauf achten. Bist du bereit, Valkyria? Ja. Dann mal los. Die Insel hat sich seit meinem letzten Besuch überhaupt nicht verändert. Trotzdem sehe oder höre ich nichts Auffälliges. Wie merkwürdig.
Hier habe ich Ezreal gefunden. Hier hat sich auch meine Kraft zum ersten Mal manifestiert. Ich kniete mich hin und strich mit den Fingern über die Erde in der Hoffnung, meine damaligen Empfindungen wieder heraufzubeschwören. Doch nichts geschah. Wut stieg in mir hoch und spiegelte sich auf dem Bauch auf meinem Gesicht wieder. Valkyria, alles in Ordnung? Ja, warum? Du siehst wütend aus. Bin ich auch. Immerhin sind wir doch hergekommen, damit ich mehr über meine Kräfte und meine Herkunft herausfinde. Aber ich spüre gar nichts. Das ist so frustrierend. Ich warte auf etwas, das garantiert nie passieren wird. Ach, sag sowas nicht. Wir sind nicht umsonst hier, was auch passieren mag. Sie lächelten mich allesamt aufmunternd an. Danke, dass ihr so viel Verständnis habt. Okay, so weit, so klar. Noch nichts Neues. Jetzt ist die Frage, gehen wir nochmal zurück oder gehen wir jetzt direkt zum Herz der Akademie? Dieser Ort. Hast du etwas gesehen? Nein. Nur irgendwie ist dieser Ort mir unheimlich. Ach ja? Warum denn? Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier weit mehr verborgen liegt als nur der Durchgang zu Mary Anns Unterschlupf. Aber das bilde ich mir bestimmt nur ein. Du kannst ja nochmal an einen Fackeln ziehen und gucken, ob doch noch irgendwas passiert. Oh, Mrs. Indiana Jones. Als ich klein war, war ich ganz verrückt nach Geschichten über Schatzsucher und Rätsel. Das habe ich dir doch erzählt, oder? Redest du von diesem Kino? Genau. Beim Anblick dieses Gebäudes wünscht sich ein Teil von mir sicherlich, dass es mich in eine neue magische Welt transportiert oder eine antike, sagenumwobene Reliquie bergen lässt. Tut mir leid, dass ich eure Zeit mit meinen kindischen Fantasien vergeude. Entschuldige dich nicht dafür. Ich finde das völlig verständlich. Die Geschichte ist voll von Mysterien und manche von ihnen sind bis heute ungelöst. Es ist normal, dass du dem auf die Spur kommen willst. Mein Interesse an diesem Ort hast du jedenfalls entfacht. Wenn ihr wollt, kommen wir später wieder her. Es kann sicher nicht schaden, mehr über diese Insel in Erfahrung zu bringen. Im Gegenteil. Fürs Erste konzentrieren wir uns auf Valkyrias Eindrücke. Natürlich. Auf meine rein subjektiven Eindrücke. Komm schon, wir rasten hier nicht. Ja. Ich verstehe, dass Nephra mich nur beschützen will. Aber früher oder später werde ich mich den Tatsachen stellen müssen. An diesem Ort ist Mary gestorben. Dennoch kann ich nicht jedes Mal in Wehmut schwelgen, wenn ich hierher komme. Ich muss einen Weg finden, darüber hinwegzukommen. Für mich und für Twilda. Nun, irgendwelche Eindrücke oder Wahrnehmung? Aus dem Meeresgeruch, der mich in der Nase kitzelt? Nein, nichts. Okay, damit sind wir eigentlich durch, oder? Tut mir wirklich leid, Valkyria. Wir haben die Insel komplett umrundet. Ist dir wirklich gar nichts aufgefallen? Nein. Und was, wenn deine Kräfte nur in lebensbedrohlichen Situationen zutage treten? Meinst du? Ezreal wird mir sagen, wenn ich mich irre. Aber als deine Kräfte zum ersten Mal aktiviert wurden... War das nicht in dem Moment, als Mary Ann euch beide angegriffen hat? Das stimmt. Und dann, als sie uns am Eingang ihrer Höhle überfiel und ich in Lebensgefahr schwebte, hat sich deine Kraft sogar noch vervielfacht. Ich weiß nicht recht. Als wir durch die Gänge liefen, habe ich ja auch Flammen hervorgebracht. Außerdem ist da diese Wärme. Die begleitet mich schon seit einiger Zeit. Oh, es ist nur eine Theorie. Und ich werde dich sicher nicht in Gefahr bringen, nur um sie zu testen. Also heißt es abwarten, bis die Gefahr von alleine kommt, was? In diesem Fall würde ich es doch vorziehen, wenn meine Vermutung eine Vermutung bliebe. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber bei Valkyrias Glück werden wir vermutlich eh schon bald herausfinden, ob sie zutrifft oder nicht. Nephra! Und ihr behauptet, meine Witze seien geschmacklos? Ich wollte nur ein wenig die Stimmung auflockern. Ihr elenden Spielverderber.
Mann, ihr seid doof. Danke, dass ihr mich zum Lachen bringt, ehrlich. Ich sah zu Valkyrn hinüber. Seine Miene war völlig ausdruckslos und ich realisierte, dass er seit unserer Ankunft kein Wort gesagt hatte. Ich entschuldigte mich bei den anderen und bat den Leiter der Obsidian-Garde, mir zu folgen. Er wirkte nicht sonderlich erfreut, willigte aber ein. Ja, was beschäftigt Valkyrn denn nun? Ich denke, das werden wir im morgigen Part herausfinden. Insofern bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sind mittlerweile in Memoria angekommen und werden hoffentlich bald herausfinden, was mit unserer Guardian nicht stimmt. Beziehungsweise welcher Spezies sie angehört. Also, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Eldaria. Und dann folgen wir dem Ruf Memorias ein für alle Mal. Insofern Schnitzelmama over and out.